So, jetzt sind wir auch wieder hier bei unserem DS4 Team Cup, genau, nicht, dass wir was Falsches machen. Und so sah es im Zwischenstand aus. Tschechien führt vor Slowenien, Polen und Japan. Und Deutschland und Finnland haben beim ersten Springen in Sapporo keine Punkte geholt. Und das zweite Springen ist jetzt die große Schanze in Bischofshofen. So. Ja, die ist mit Matten, eine kleine Schanze ist auch mit Matten belegt in Bischofshofen ist. Also von den beiden Schanzen zumindest. Und es geht los mit Olli Muotka für Finnland. Wieso läuft? Ach, okay, Finnland hat 0 Punkte mitgenommen, klar. Okay. Und Absprung hat meines Erachtens nach gepasst. Ja, war okay. 135,5. Müsste passen. Richard Freitag. Für die Deutschen haben auch keinen guten Start hingekriegt in Sapporo und Richard Freitag hier, naja gut, 1 Meter unter, 1,5 Meter sogar, aber nur 0,7 Punkte, der hat anscheinend von der Haltung was gewinnen können. Und jetzt die Norweger mit Ole Marius Ingvaldsen und jawohl, das ist die Führung. 1,9 Punkte. Ich glaube, ich habe jetzt richtig gerechnet. Wolfgang Leutzel für Österreich auch vielleicht keinen so starken Start. Ja, und die Haltung wird hier auch nicht besonders gut sein. Ja, nee, nicht 1,9, 2,9 Punkte sind das. Gut. Ilmir Hatzidinov für Russland jetzt. Die waren vielleicht schon ein bisschen besser, als man erwartet hätte. Na gut, siebter Platz. Könnte man eigentlich erwarten bei den Russen. Und da geht es auch schon wieder so weit. Naja, dritter Platz. Hexico mit den Finnen und auch die Weite war auch die gleiche. Sebastian Coloredo. Na, also, ich denke mal so 137. Mit normaler Haltung wird er jetzt hier schon fliegen müssen. Oh ja, die fliegt da. Der geht so über den HS. Starker Flug. Wow, fast über den HS. Die Japaner jetzt. Nein. Das war ja so gut wie gar nichts. Also ganz schwach, Jutta Watase. Haltung war noch ganz okay. 3x19,5 ging in die Wertung rein. Aber, naja. Machikot. Ja, das sieht schon mal besser aus. Aber für ganz vorne reicht es halt auch nicht. Die im Gesamtcup, im Gesamtweltcup oder im Gesamtstand zweitplatzierten Slowenen jetzt. Können die da mit den Italienern mithalten, aber da fällt er leicht nach vorne. Ja, Haltung wird jetzt ein bisschen verlieren. Und damit sind sie auf dem vorletzten Platz vorerst. Jetzt kommt nur noch die derzeit Führenden, die Tschechen und die starten mit Antonín Hájek und der. Nee. Könnte sogar sein, dass sie jetzt letzter sind. Nee, vor den Japanern können sie sich noch um die eine Haltungsnote voranhalten. Und jetzt die Finnen. Starker Start. Vierter Platz. Kleine Verbesserung zum Gesamtweltcup. Aber ja, fliegt ungefähr wieder genauso weit. Jo. 8 cm kürzer, aber deutlich mehr Punkte gekriegt durch die verbesserte Haltung. Und die Führung, die ist jetzt auf jeden Fall drin. Für Marinus Kraus und auch für die Deutschen. Und die wird auch übernehmen. Obwohl, das wird eng. Die Haltung passt aber. Kriegt trotzdem weniger Punkte. Was? Diese, naja, gut, okay. Rune Welter. Zweiter Platz für die Norweger. Oh, das könnte sogar. Mal gucken, ob die das halten können. Nur. Nee. Rune Welter, das war eher weniger. Aber ich glaube, in echt wäre es gar nicht möglich, so spät hinterm Absprung abzuspringen. Wenn die schon so arg durchrutschen, dann springen die gar nicht mehr ab, einfach. Und Thomas Dieter hat hier auch wieder keinen starken Flug. Ja, die Österreicher kommen hier bei dem Team Cup nicht so richtig in Fahrt. Und die Russen wieder eine gute Platzierung mit dem vierten Platz. Aber der Flug sieht nicht mehr so gut aus. Nee.
Andrea Morassi, die derzeit führenden. Jetzt geht es hier darum, die Führung, denke ich mal, erstmal zu verteidigen. Jawohl, und das kriegen sie. Und haben sie vielleicht auch ein kleines Stückchen ausgebaut, kommt dann auf die Haltung an. Ja, zumindest auf die Finnen ist es gleich geblieben. Und die hatten ja einen ganz schwachen Start. Die Japaner mit Yuta Watase. Und jetzt kommt Daiki Ito. Vielleicht kann der ein bisschen was besser machen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jawohl. Damit sind sie wieder, ne, dran nett, aber zumindest mal haben sie ein bisschen was aufgeholt. Piotr Żiła für die Polen. Auch die waren Vierter. Ja, das war stark. Zweiter Platz. Ja, zweiter Platz. Juri Tepeš, ne? Ja, von dem. Jetzt kommt es drauf an, wie er den Flug erwischt. Ja? Das sah doch ganz gut aus. Die Flugphase passt auch an die 136. Jo. Und damit sind sie erstmal Vierter. Und die Tschechen. Doch sehr enttäuschend jetzt hier erstmal. Oh, aber der sah wieder ein bisschen besser aus. Sogar ein ganzes Stück besser. 136,5. 270,8, aber trotzdem, das ist noch zu wenig. Der erste Durchgang war einfach zu schwach. Und die Finnen, die halten hier erstmal den dritten Platz. Damit sind die ziemlich stark bedient eigentlich, wenn man bedenkt, dass die Letzter in der Gesamtweltcup sind und überhaupt keine Punkte zurzeit noch haben. Und mit dem Flug können sie auch weiter so machen. Severin Freund, naja. Ein bisschen enttäuschend sind sie schon, die Deutschen, aber jetzt kann ja vielleicht mal was kommen. Severin Freund, jawohl, der geht sogar 139, wenn es gewesen. Na, nicht ganz. Und sogar jetzt auf einen Schlag gleich die Finnen überholt. Obwohl der Flug von den Finnen gar nicht schlecht war. Und das hat jetzt halt die Norweger schon ziemlich stark zurückgeworfen. Da müssen sie, nee, das schaffen sie nicht mehr. Auch wenn die hier noch zwei Monsterflüge hinlegen. Der Rückstand ist schon zu groß. Schau, was mir das ist beim letzten Mal mit dieser Escape-Taste auch die Norweger erwischt hat, weil das wäre wirklich zu ärgerlich. Na, und da drückt. Ach Gott. Naja, gut. Nur, nee, die. Nee, nee. Die Österreicher hatten, glaube ich, ein paar Punkte. Ja, 100 haben sie gekriegt. Okay, nun. Sieht es jetzt stark danach aus, dass Norwegen und Österreich rausfliegt. Aber gut, es ist ja erst die Anfänge des Teamcups. Da kann ja noch viel passieren. Und die Italiener. Na, der Flug wird jetzt ein bisschen schwächer werden. Und sogar die Führung könnte sogar angegriffen werden. 0,1 Punkt. 0,1 Punkt bei einem Teamcup. Das ist auf jeden Fall ein bisschen knapp. Taku Takeuchi. Haben sich ja verbessert durch Daiki Ito und der war auch wieder gut. Und sie sind tatsächlich wieder ran, 6 Punkte nur noch. Und jetzt vielleicht sogar die Chance für Jan Giobro, die Führung zu übernehmen. Da muss der Flug aber definitiv extrem stark sein. Und der ist auch stark. Führung für die Polen durch Jan Giobro. Definitiv. Definitiv. Robert Kranjec. Für Slowenien. Zweiter in der Gesamtwertung. Und auch jetzt sind sie vielleicht sogar hier auf dem zweiten Platz. Und die Tschechen jetzt, das werden sie nicht packen. Aber wenn der Wind nochmal ein bisschen dreht, dann könnten wir hier vielleicht mal einen Flug über den HS sehen. Na, aber der dreht nicht, der ist sogar auf Rückenwind. Ja, und jetzt fallen sie weit zurück. Jetzt fallen sie weit zurück und jetzt kommt die letzte Runde des ersten Durchgangs. Jan Aachen macht den Anfang. Zwei Plätze sind sie abgesackt, die Finnen, obwohl die eigentlich von der Leistung gleich geblieben sind. Der Gegner hat halt extrem zugelegt in der dritten Runde. Und es ist auch wieder so ein Durchschnittsflug. Also auf jeden Fall ganz konstant und stabil fliegen sie heute, die Finnen. Die Deutschen wurden jetzt durch Severin Freund wieder in die Podestplätze gebracht und Andreas Wellinger reicht zwar noch,
Aber der hat da doch. Oh, hat sogar noch was gut gemacht. Oder. Ja, was gut gemacht, kann man so ausdrücken. Anders Bader. Auch der. Boah, sehr aggressiv, aber der geht's. 136 ungefähr. 136,5 sogar. Ja, also. Halte ich für unwahrscheinlich, dass die Österreicher jetzt noch durchkommen. In Sapporo haben sie es zwar auch durch Gregor Schlierenzauer geschafft, aber ja, und der Flug ist ja auch wieder stark, aber ob das reicht, glaube ich mal eher weniger. Dimitri Vasiljev, der kämpft, naja, und damit sind die schon mal sicher vor den Österreichern. Wie viel war es denn jetzt? Russland, Österreich? Ja, 17 Punkte ist immer noch deutlich. Und die zwei Runden geführt. Jetzt gucken wir mal, ob da wieder Brisado da doch mal wieder was für die Italiener reißen kann. Der Absprung sah gut aus. Und auch die Flugphase passt. Und der ist über den Hillside und stürzt. Oh. Oh. Das war jetzt natürlich ganz schade. So, Noriaki Kasai jetzt aber erstmal. Doch, der ist wieder und stürzt auch. Was ist denn jetzt hier los? Und damit sind die Österreicher. Nein, sie sind trotzdem nicht deutsch, aber. So, und ist die derzeit Führenden. Die Polen mit Kamil Stoch. Und der ist wieder stark. Der ist wieder stark. Der Sprung. Und jetzt 8 Punkte Vorsprung für Deutschland und Slowenien. Die waren aber nicht, zumindest ein bisschen näher dran als Deutschland. Aber auch nicht viel. Was macht jetzt Peter Preutz? Absprung hat gepasst. Extrem aggressiv und der geht's. Erster Flug über HS gestanden. Weitester Flug und es ist die Führung. 2 Punkte vor den Polen jetzt. Und Jakubiana, die werden jetzt durch sein, die werden jetzt so hier ein paar Plätze gut machen können. So, dann durch die Stürze von Italien und Japan, also Österreich, Norwegen draußen. Und ganz knapp durch noch geschafft ist Japan. Und dann, gut, Italien hat noch eine Chance auf den 6. Platz. Und wenn sie sich anstrengen, auch noch auf den. Auf den 5., den 4. theoretisch auch, 5. 3. auch, aber davon geht gar nichts mehr. Der Sturz hat die halt schon ziemlich weit zurückgeworfen. Aber jetzt geht's erstmal weiter und wir werden ja sehen. Also, Olli Motka jetzt mit dem 2. Durchgang. Beginnt jetzt mit leichtem Aufwind. 4. Platz. Podest ist eigentlich noch drin. 550 Punkte haben die Deutschen zurzeit auf dem 3. Platz. Also nur 2 Punkte hinten dran, das sind gut 1,5 Meter. Und das sah schon mal nicht schlecht aus. Richard Freitag war nämlich definitiv deutlich schwächer im ersten Durchgang. Und ob er das jetzt schafft, wird interessant. Richard Freitag. Ja, genau die gleiche Weite wie im ersten Durchgang. Und das reicht nicht. Sogar deutlich. 4 Punkte, jetzt liegen die Deutschen sogar wieder hinter Finnland. Ilmir Hatzidinov. Ja, und der Absprung war richtig stark. Deswegen geht auch so weit. Starker Flug. Und da sind sie auf einmal wieder fast im Geschäft mit den Podestplätzen. Nur noch 4 Punkte hinter Deutschland. Sebastian Colloredo und die könnten es theoretisch auch noch packen. Da muss jetzt aber. Jawohl. Und boah, die einzige Mannschaft, die bis jetzt zweimal über HS geflogen ist. Ganz stark von den Italienern trotz des Sturzes nochmal zurückgekommen. Yuta Watase, der Schwachpunkt der Japaner im ersten Durchgang. Ah, hier geht er viel verbessert, das ist auf jeden Fall mal. Aber rankommen werden sie wahrscheinlich trotzdem nimmer. Da war der Rückstand einfach zu groß. Machikot, also die Führung sollte er jetzt auf jeden Fall schaffen. Es geht ja eher darum, dass sie die Slowenien jetzt wieder von der Führung 699,9 Punkte. Also jetzt wird es interessant, ich denke mal so 137 muss er jetzt auf jeden Fall fliegen, ja Kavala.
springt sehr aggressiv und die 137 springt er nicht. Deswegen reicht es auch nicht. Und wieder Führungswechsel, ein Punkt Vorsprung für die Polen jetzt. Und die könnten es jetzt auch schaffen. Antonin Hayek, weil weder Deutschland noch Finnland waren sonderlich stark, aber der Flug war halt total schwach. Oder total schwach im Vergleich zu den Besten. Und da fallen sie ganz weit zurück. Da fallen sie ganz, ganz weit zurück. Na, aber die Japaner trotzdem keine Chance. Und die Finnen haben dann gleich im ersten Runde einen Platz gut gemacht. Die Finnen, die Italiener. Und wieder auf dem Podestplatz die Finnen. Ich glaube, in der zwei. Oh Gott, war der schwach. Was war denn da los? 100. Oh, das wirft jetzt aber weit zurück. Marinus Kraus. Und damit sind sie wieder quasi auf den Podestplätzen, sind es damit wieder. Auch der ist schwach, also reicht, ja. Aber stark ist es nicht und die Russen jetzt können jetzt sogar den Podestplatz, oder das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Mal gucken, ob Alexei Romaschow die Chance nutzt. Jawohl, die nutzt er. Damit sind die jetzt erstmal auf dem Podestplatz. Und die können es theoretisch auch nutzen, damit werden sie wieder. Naja gut, wir werden sehen, was Andrea Morassi jetzt macht. Und der ist stark. Der ist auf jeden Fall für diese Bedingungen, war der Flug auf alle Fälle stark. Aber trotz dessen nur dritter Platz, aber nur zwei Punkte hinter dem jetzigen Podestplatz. Und Daiki Ito, ja, sie könnten auf jeden Fall jetzt ein bisschen was aufholen durch die nicht so starken Sprünge von Deutschland und Finnland. Ja, okay. Wieder 136,5. Ja, sie holen auf, aber es ist halt immer noch ein bisschen zu weit weg. Und die davon haben sich ja ganz abgespalten. Die fliegen hier ihr eigenes Duell, die Polen und die Slowenen, leicht schief raus. Aber der hat noch die Geschwindigkeit, um hier ganz weit runter zu gehen. Petrushiva 137,5, 840,4 Punkte jetzt insgesamt. Und das wird jetzt eng, das schafft er glaube ich nicht. Juri Tepes. Juri Tepes. Aber der ist hoch dran. Der ist hoch dran, der war auch gut. Und schon wieder ein Führungswechsel. 2,2 Punkte jetzt Slowenien vor den Polen. Also die fliegen da oben in einer ganz eigenen Liga. So, Lukas Lava für Tschechien. Genau die gleiche Weite wie im Essendurchgang. Und an dem liegt es heute definitiv nicht, weil 136,5 sind ja auf jeden Fall akzeptabel. Anssi Koivuranta war noch im letzten Durchgang auf dem Podestrang. Aber das scheint jetzt ja komplett verflogen zu sein. Für die, obwohl der Flug könnte sie vielleicht nochmal zurückgebracht haben, aber das sollte er doch schaffen, der Severin. Das sollte der schaffen, ja, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Das packt er. Und 6 Punkte Vorsprung. Und die waren jetzt auf dem Podestplatz, aber das ist auch eine Aufgabe für Denis Kornilov. Und die wird er wahrscheinlich nicht bewältigen. Aber es wird auf alle Fälle knapp. Ja, 1,6 Punkte. Alter, das ist da nochmal richtig knapp. Ja, und die Italiener sind ja auch nochmal dabei. Auch noch dabei, aber boah, das könnte sogar reichen, aber wenn das jetzt reicht, das wäre, boah, ist das knapp, 0,8 Punkte. Das wird jetzt auf jeden Fall nochmal ein Kampf um die Podestränge und die, na gut, was macht denn Taku Takeuchi? Na, springt zu aggressiv, aber kommt dadurch noch ziemlich weit im letzten Viertel, aber das ist zu weit. So, jetzt liegen die Polen wieder hinter den Slowenen. Was machen sie draus? 138,5 im ersten für Jan Giobo. Und das kann er hier nicht ganz bringen. Bedingungen waren auch nicht ideal. Und die idealen Bedingungen hat jetzt eigentlich. Na, jetzt ändern sie sich wieder ein bisschen. Auf jeden Fall ganz. Oh. Boah, der war zwar ganz stark im ersten Durchgang, aber jetzt ist er auch. Boah.
Das sieht schon ziemlich stark nach einer Vorentscheidung für. Ja, das wird es wahrscheinlich schon gewesen sein. So, die Tschechen nochmal. Oh Gott, das wird jetzt nochmal. Oh Gott, das wird jetzt nochmal richtig eng. Im Kampf um den dritten Platz. Weil jetzt sind die Slowenen da auch nochmal reingerückt von vorne. Okay, also die Japaner jetzt erstmal. Noyaki Kasai. 137 im ersten, aber gestürzt. Halb ungefähr, ja. Und der jetzt, das wird er allerdings mal schaffen, Jakob Janda. Das wird er schaffen. Jakob Janda. Ganz stark, aber ich denke, oh. Jana Ahonen jetzt. Na, die Weite für den ersten Durchgang wird wahrscheinlich nicht reichen. Um jetzt hier diesen sechsten Platz zu verteidigen. Ja, und das reicht auch nicht. Siebter Platz schon wieder für die Finnen. Tja. Dimitri Vasiljev, jetzt beginnt schon der Kampf um die Podestplätze. Jetzt beginnt er bereits. Dimitri Vasiljev. Muss jetzt alles in diesen Flug setzen. Boah. War auch ein bisschen der Schwachpunkt der russischen Mannschaft. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Davide Bresadola. 1,6 Punkte Vorsprung auf die Russen. Ja, und der Flug sieht stark aus. Ja, aber ganz so stark ist er auch nicht. Wie sein erster Flug. Auf jeden Fall werden die jetzt auf dem vierten Platz schon sicher. Andreas Wellinger. Muss sich jetzt im Gegensatz zum ersten Durchgang nochmal steigern. Und es reicht. Starker Flug von Andreas Wellinger. Peter Priots jetzt. Und der muss jetzt auch nochmal einen starken Flug hinlegen, um jetzt wenigstens diesen zweiten Platz zu verteidigen. Waren ja in der dritten Runde. In der zweiten Runde. Oh nein, das wird auch nichts. Wird es überhaupt noch was mit dem Podestplatz? Damit wird es noch was, aber hatten es sogar schon auf der zweiten Runde. Quasi die Chance auf einen Sieg und jetzt kriegen sie es sogar noch auf den dritten Platz reingedrückt. Ja, und es reicht, der muss sich da gar nicht mal groß anstrengen. Und trotz dessen 13 Punkte Vorsprung. Also, und jetzt sieht es in der Gesamtwertung wie folgt aus: Polen die Gesamtführung, Tschechien sogar gar nicht so weit hinten dran. Die Österreicher mit 100 Punkten jetzt auf dem achten Platz. Okay, sieht ganz interessant aus. Also Slowenien und Polen jetzt wie auch die ganze Zeit. Und gut, wenn in Slowenien sogar nur, na wie heißt's, nur Zweiter geworden wäre, dann wäre es jetzt ex aequo. Ja, und Italien auch stark. Russland auch. Österreich und Norwegen enttäuschen halt. Aber gut, da kann ja noch was draus werden. Der Teamcup ist ja noch lang. Noch 16 Chancen. Na ja, gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder vom DSOT 4 Team Cup. Bis dahin. Tschüss.